Hallo zusammen, da bin ich wieder, euer Gottin, zusammen mit dem Mike. Heute stellen wir mal keine Maschine vor, sondern eine hervorragende Übung für den Bizeps, und zwar Schrägbank-Curls. Wie es ja schon der Name sagt, wird das auf einer Schrägbank gemacht. Und anschließend haben wir die Position, dass wir hier in einem Negativwinkel sind, hinter dem Torso, und dann zwei Kurzhanteln nehmen und die nach oben führen. Ich werde jetzt nicht viel mehr verraten, sondern schau einfach mal, wie der Mike diese Übung macht und guck einfach mal, was man eventuell verbessern kann. Vielleicht findet ihr euch selbst damit wieder, und danach bin ich dran. Ja, das hier ist viel zu steil, weil da kommen wir nicht richtig in den Negativwinkel. Das ist schon fast aufrecht. Wenn ich mich jetzt hier hinsetzen würde, seht ihr, dann habe ich keinen richtig starken negativen Winkel. Wir wollen wirklich das ausnutzen, dass die Arme hinter dem Torso sind. Also auf 45 Grad ungefähr, so stellen wir das ein. Und was wir dann natürlich auch machen, damit wir hier nicht so runterrutschen, stellen wir das ein. So, da haben wir die Kurzhanteln. Und jetzt Körperspannung, Brust raus, Schultern nach hinten und nach unten. Ja, und was er hier schon ganz richtig macht, der Schlingel, jetzt gerne korrigiert, er bleibt mit dem Ellbogen an exakt der gleichen Stelle. Das hier ist der Kardinalsfehler, das ist der Fehler, den jeder macht. Er geht mit dem Arm meistens nach vorne. Jeder geht mit dem Bizeps nach oben und schiebt den Arm vor sich her, sodass er den dann doch wieder parallel zum Körper hat. Das machen wir nicht, das macht der Mike auch nicht. Er bleibt hier hinten und zieht nur den Unterarm nach oben. Spannt einmal richtig an, das ist der härteste Punkt. Hoch, richtig anspannen, halten, eine Sekunde halten, langsam runterlassen. Und halten, langsam runterlassen. Hervorragend, das ist richtig sauber. Okay, danke. So holen wir das meiste aus der Übung raus. Was heißt das meiste? Das heißt vor allem, dass das hier eine Übung ist, die seltene Möglichkeit hat, dass wir mal nicht mit dem Oberarm parallel zum Torso sind oder davor. Das sind die meisten Übungen. Scott Curls, am Kabel, was auch immer ich mache, ist entweder parallel oder vorne. Das ist so ziemlich die einzige Übung, wo meine Arme mal dahinter sind. Dadurch kommt eine starke Dehnung in den Bizeps rein und gibt einen ganz anderen Reiz. Wer auch immer diesen zum ersten Mal in seinen Trainingsplan integriert, wird sie danach nicht mehr rausnehmen wollen. Ihr werdet ein ganz anderes Bizepsgefühl haben. Und es ergänzt euer Bizeps-Training einfach hervorragend. Hier seid ihr, auch hier wieder Brust raus anspannen, nicht nach vorne irgendwie. Brust raus anspannen, könnt gerne ins Hohlkreuz gehen, Schultern nach hinten und nach unten, und dann bleibt der Oberarm hier. Anführen, richtig, richtig, richtig anspannen, eine Sekunde halten, langsam nach unten. Ihr merkt schon, ihr müsst diesen Punkt hier passieren. Wenn ihr den komplett hochheben würdet, nicht im Hammergriff, dann hättet ihr das Problem, dass ihr gegen eure Oberschenkel kommt hier. Ups. Deswegen könnt ihr eine Drehung einbringen. Ihr startet im Hammergriff, führt sie nach oben, so wie der Mike das gerade gemacht hat, und dreht sie hier oben, wenn ihr den passiert habt, ein. Halten, einbringen, langsam zurück, damit ihr an den Oberschenkeln vorbeikommt. Natürlich könnt ihr auch außen rumgehen. Allerdings ist das ein bisschen belastender für die Arm- und Handgelenke. Ist aber letzten Endes wieder eine Frage des Komforts. Wir sorgen dafür, dass unser Oberarm vor allem hinten bleibt und dass wir nur hier hochgehen und nicht hier hochgehen. Und dann holt ihr auch wirklich viel aus der Übung raus. Probiert es einfach mal aus. Lasst mir in den Kommentaren gerne da, wie euch diese Übung gefallen hat. Und wenn ihr mehr dieser Videos wollt und Vorschläge habt oder Maschinen gefunden habt, die ich noch nicht kenne, McFit, dann stellt sie mir gerne vor. Ich werde sie euch zeigen. Das war's von uns. Macht's gut. Bis bald, euer Leute.